Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines WoW-Video präsentieren. Heute geht's mal um eine bisschen andere Thematik und zwar will ich euch zeigen, wie man 3 relativ coole Transmog-Köpfe bekommen kann und das quasi fast for free. Um was für Köpfe handelt es sich hier? Ihr seht den ersten schon, den habe ich jetzt gerade transmogt. Das ist einmal Juwel des Feuerfürsten. Macht schon tatsächlich was her, ist ein ganz cooles Kopfteil. Und das gab es ursprünglich vor ein paar Jahren mal im WoW-Shop mit insgesamt 2 anderen Köpfen. Also insgesamt waren es 3 verschiedene Kopfteile. Und diese 3 Kopfteile sind nicht mehr in dem World of Warcraft-Shop drin. Ich habe mir die damals nicht gekauft, schlichtweg, weil ich damals noch kein Timok gesammelt habe und dachte, für was brauche ich die? Rückwirkend dachte ich mir so, schade, dass die nicht mehr drin sind, fehlt mir quasi in so in der Sammlung. Jetzt kann man sie wieder kriegen, nicht im Shop, sondern wenn man ein bisschen seine Content connectet. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, wo haben wir es denn? Ich habe es, glaube ich, jetzt schon mal hier irgendwo offen, genau hier. Wenn ihr euer Twitch-Konto mit eurem Amazon Prime-Konto und dem World of Warcraft-Konto verknüpft, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, hier diese Köpfe zu bekommen. Ihr müsst da nichts extra zahlen. Das Einzige, was ihr halt braucht, ihr braucht ein WoW-Konto, das aktiv läuft, klar, sonst könnt ihr es nicht einlösen. Dann braucht ihr ein Twitch-Konto. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das euch einfach erstellen. Das kostet ja nichts. Das Einzige, was in Anführungszeichen kostenpflichtig ist, ist euer Amazon Prime-Konto. Die Geschichte ist, ich habe mir sagen lassen, ihr könnt theoretisch auch einen Testmonat machen, der euch nichts kostet und könnt auch die Belohnung oder zumindest eine Belohnung davon holen. Ich habe sowieso Amazon Prime am Laufen, Twitch-Konto, da ich ja streame, habe ich auch und naja, WoW-Konto ist bei mir am Start, deswegen war es für mich im Endeffekt for free. Ich denke mal, bei vielen ist es auch so der Fall und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an, wie das funktioniert. Also als allererstes müsst ihr auf die Seite gaming.amazon.com/loot und dann /WoW. Und hier ist es dann so, dass diese 3 Köpfe, die es wie gesagt damals schon im Shop gab, zur Verfügung stehen. Es gibt halt einmal hier das Juwel des Feuerfürsten, das ist, was ich eben gezeigt habe. Dann haben wir Krone des ewigen Winters, das ist die, sieht auch ganz cool aus. Und dann Kapuze der gierigen Dunkelheit, die ist auch relativ cool tatsächlich. Und diese 3 könnt ihr euch holen. Aktuell kann man sich nur die erste holen. Und das unterliegt so ein bisschen dem Zeitplan. Auf WoW sieht man diesen Zeitplan so ein bisschen. Also ab dem 26. Juli können wir uns quasi die erste Krone hier holen. Dann ab dem 23. Gibt es dann die zweite, die geringe Dunkelheit. Und dann ab dem 20. September die letzte Krone des ewigen Winters. Heißt, für die Zeiträume braucht ihr dann halt dieses Amazon Prime-Abo, um die Teile nebenbei kriegen zu können. Die laufen halt dann immer anscheinend nur diese Zeit, ne? Also wenn die nächste anfängt, läuft die eine anscheinend immer wieder aus, so wie es aussieht. Und dementsprechend werdet ihr, wenn ihr es nur mit einem Test-Ding macht, nicht schaffen, dass ihr quasi alle 3 bekommt. Also wenn ihr kein aktives Abo da laufen habt bei Amazon Prime, müsst ihr euch halt entscheiden, wo ihr diesen Testmonat reinlegt. Vielleicht könnt ihr dann 2 quasi abgrasen, aber das müsst ihr so ein bisschen gucken, genau. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also ihr geht hier auf die Seite. Ich habe jetzt mich hier quasi schon angemeldet, deswegen melden wir uns jetzt einmal ab und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Und zwar seid ihr dann hier quasi auf der Seite unangemeldet, dann klickt ihr hier drauf und dann habt ihr halt die Möglichkeit, dass ihr euch 30 Tage kostenloses Testing auf Amazon Prime macht oder ihr meldet euch auf euren Account an. Wenn ihr euch hier anmeldet, dann quasi wird das verknüpft, müsst ihr einmal euer Amazon Prime oder euer Amazon Passwort eingeben, dann müsst ihr es mit Twitch verknüpfen und mit eurem Battle.net-Account. Wenn ihr auf dem Browser bei all diesen Dingern eh angemeldet seid, wie es bei mir der Fall ist, müsst ihr einfach immer nur weiterklicken, ja, ich will das, und dann kriegt ihr diese Krone. Ich habe das T-Mog, als ich das dann durchgeklickt hatte, direkt bekommen. Also das hat geklappt, dass es in mein, ich habe ja ein Add-on, All the Things, hat das dann aufgeploppt, kam auch der Sound, hallo hier T-Mog. In der T-Mog-Box oder beziehungsweise hier in dem Reiter habe ich es nicht gefunden. Erst nach ein paar Relogs und nach einer halben Stunde etwa warten war es drin. Es scheint ein bisschen buggy zu sein. Tut vielleicht 1-2 Mal WoW neu starten oder so und guckt, ob es dann drin ist. Das ist teilweise ein bisschen komisch, aber bei mir hat es dann nach einer Zeit geklappt, dass es quasi auch da war. Bei den anderen Sachen, wie gesagt, müssen wir einfach nur ein bisschen abwarten und dann können wir diese Köpfe auch kriegen. Wie gesagt, ich finde die ganz cool und eigentlich ist es ganz nice, dass man sich die darüber holen kann. Wenn ihr noch eine genauere Anleitung braucht, ich kann euch jetzt leider nicht alles durchklicken, weil ich es schon mit meinen Accounts gemacht habe. Hier auf WoWhead ist nochmal eine detaillierte Anleitung, was ihr klicken müsst, aber ehrlich gesagt, es ist für Idioten. Du klickst einfach immer nur weiter, ja, verbinde und fertig ist, ne? Also, genau, mehr ist es nicht. Gut, das war's, was ich euch zeigen wollte.
Ich hoffe, dem einen oder anderen bringt das was, kann sich seine drei Köpfe nebenbei schnabulieren. Und wenn ihr euch schon ein Amazon Prime-Abo macht, könnt ihr gern, ne, wenn ihr noch nicht woanders quasi euren Sub dagelassen habt, bei mir auf Twitch da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Altela, bis zum nächsten Mal. Ciao.